Hallo, herzlich willkommen. Wir vergleichen hier heute mal zwei durchsichtige UV-Kleber, wie sie für die Reparatur oder Herstellung von Displays, von Handys und Tablets benutzt werden. Hier zum Testen nehme ich ein kaputtes iPhone 10 Display und ich trage hier jetzt erstmal diesen TP1000 Kleber auf. Ein kleiner Tropfen reicht ja. Und dann legen wir da ein Glas drauf und lassen das dann kurz aushärten. Zum Aushärten benutze ich hier meine UV-Lampe, die ich auch benutze für meine Platinenreparaturen, um dort den UV-Lack auszuhärten, den man benutzt, um kleine Stellen zu isolieren. Damit kann man den UV-Lötstopplack aushärten lassen. Eignet sich aber auch hier für diesen Anwendungsfall hervorragend. Wir sehen jetzt, wenn wir das Glas wieder trennen, dann sehen wir, dass wir schon eine beachtliche Kraft brauchen, um das Glas hier zu trennen. Zum Aushärten braucht man eigentlich nur so 3 Minuten, aber ich lasse den Kleber trotzdem auf eine halbe Stunde aushärten. Und jetzt könnt ihr sehen, dass ich das Glas schon fast durchbiegen muss, um diese Verklebung wieder zu lösen. Also ich bin hier sehr überzeugt erstmal von dem Kleber. Der hat eine gute Klebekraft. Und das hat aber auch manchmal natürlich Nachteile, denn wenn man jetzt das Glas nicht richtig verklebt hat, dann kann man es ja nicht so gut trennen. Aber wenn wir den jetzt mal abmachen, den Kleber, und versuchen wieder abzuruppeln, dann muss ich sagen, dann geht es sehr viel leichter als mit den Klebern, die die Industrie ab Werk benutzen. Sowohl die Samsung-Kleber als auch die von Apple-Displays lassen sich in der Regel viel schwerer entfernen, als hier zu sehen war. Jetzt mal zum Vergleich diesen Kleber TP2500. Diesen UV-Kleber habe ich auch bei meinen ganzen Videos immer benutzt, um Displays zu reparieren. Ich habe ja mehrere Videos, wo ich gesprungene Displays von Apple und auch von Samsung repariere. Und ich mache jetzt genau das gleiche Experiment, klebe jetzt wieder dieses Glas auf. Das ist übrigens ein Glas von einem Samsung A40 Display. Und dann versuche ich das anschließend wieder zu trennen. Jetzt lassen wir es auch aushärten. Eigentlich ist es natürlich besser, wenn man das mindestens 10 Minuten aushärten lässt. Aber diese UV-Lampe ist so stark, da reichen dann wirklich 2-3 Minuten und dann ist der Kleber im Prinzip fest. Der härtet sogar nach wenigen Sekunden aus, wenn wir es genau nehmen. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Verklebung zu trennen, dann sehen wir, dass der eine weitaus schwächere Klebekraft hat. Denn das ist eben, manchmal ist das auch von Vorteil hier. Ich probiere es jetzt gleich nochmal aus. Und ihr seht, dass man schon diese Gläser leichter verdrehen kann. Und der Kleber geht eigentlich sofort wieder ab. Wenn ich das nur ganz leichte Kraft übe, ist das sofort abgelöst und ich kann den ganz leicht runterruppeln. Es geht noch einfacher. Ich finde, dass dieser Kleber ein bisschen zu schwach klebt. Also es ist zwar oft von Vorteil, weil stellt euch vor, ihr habt es nicht gut geklebt, das Glas liegt nicht ganz gerade, ihr müsst die ganze Arbeit nochmal machen. Wenn zum Beispiel das Handy nochmal runterfällt, dann muss man ja auch das Glas wieder neu trennen und dann hat das auch Vorteile, wenn man schwächeren Kleber hat. Und aber es ist so, dass im Vergleich zu den Originalverklebungen beide Kleber sich sehr leicht wieder entfernen lassen. Hier nochmal ein Test auf einem iPad ist es. Das ist ein iPad R2. Da habe ich schon das kaputte Glas runtergemacht. Und jetzt sehen wir links den TP2500. Diesen Kleber kann ich relativ leicht wieder entfernen.
Und während ich bei diesem TP-1000 Kleber, den kann ich sehr viel schwerer entfernen. Wenn ich das hier mal probiere, ich kriege den praktisch gar nicht runter. Aber es ist immer noch so, dass wenn man einen Kleber nehmen würde vom Hersteller, dass die noch um einiges fester sind. Also ich hatte ja auch schon mal erlebt, als ich was mit dem TP-2500 geklebt habe, dass sich das Glas an den Rändern wieder abgelöst hat. Deswegen werde ich wahrscheinlich bei meinen zukünftigen Reparaturen immer diesen TP-1000 nehmen und nicht mehr den TP-2500. 500. Dennoch ist es aber so, dass in fast allen Videos und auch online wird fast nur der TP 2500 Kleber angeboten. Hier am Ende zeige ich euch noch an einem praktischen Beispiel die Verwendung von diesem TP-1000 Kleber. Wir machen hier eine Glasreparatur von einem iPad Air 2. Ich habe dafür eine passende Holzform gebastelt, damit ich das Glas nicht in dem Gerät verkleben muss. Dazu habe ich erstmal das Glas mit dem TP-2000 ganz leicht fixiert, so dass ich das jetzt mit Heißluft hier wieder abnehmen kann. Denn um die Form herzustellen mit diesen Holzklötzen, musste ich das ja erstmal das Glas reinsetzen in das Gerät und ganz leicht ankleben, damit ich es dann fixieren kann in der richtigen Position. Die haben wir jetzt die Holzklötze jetzt fixiert. Und jetzt trage ich hier den UV-Kleber auf, üblicherweise in eine Knochenform, damit man weniger UV-Kleber benötigt. Denn sonst würde ja der Kleber erst zum Schluss in die Ecken laufen und ihr bräuchtet eine viel größere Menge UV-Kleber. Ihr verbraucht ungefähr ein Drittel von dieser ganzen Verpackung, ein bisschen mehr. Also wenn ihr knapp die Hälfte nimmt, seid ihr auf der sicheren Seite. Ich nehme lieber immer ein bisschen mehr UV-Kleber, denn sollte am Ende der Kleber nicht in alle Ecken laufen, dann müsst ihr halt das ganze Glas nochmal runternehmen. Und ich habe das natürlich hier mit Tesastreifen abgeklebt und in den Ecken habe ich noch, kann man diesen Ponal-Holzleim oder Patex-Holzleim noch drauf machen, damit der verhindert, dass der UV-Kleber ins Display reinläuft. Wenn ihr das Display abgeklebt habt und ich habe es noch rundherum, hatte ich hier auch noch ein bisschen UV-Kleber angebracht, damit wirklich das dicht ist und nicht der UV-Kleber ins Hintergrund läuft, weil dann habt ihr helle Flecken hinterher. Jetzt trage ich das Glas, lasse ich ganz leicht absenken und ihr seht es, das verläuft dann wunderschön zu so einem See immer mehr. Man kann das Glas auch ganz leicht runterdrücken in dem Finger, denn so ein bisschen biegbar ist es ja durchaus. Und dann lässt man das ganz, ganz langsam absenken. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass man das Ganze dann noch 2 Stunden oder so liegen lässt. Oder ja, 2 Stunden, vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde, damit sich der Kleber schön verteilt. Hier habe ich das Ganze noch mit Gewichten etwas beschwert. Aber diese Gewichte vor der Aushärtung bitte entfernen, denn sonst habt ihr nachher Spannungen, die da mit eingefroren werden. Ich habe euch diese ganze Reparatur schon ausführlich auf meinen Videos gezeigt. Deswegen bitte auch auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren, denn bei mir kriegt ihr immer Sachen gezeigt, die man woanders nicht sieht. Deswegen mache ich jetzt auch hier nur ein ganz kurzes, schnelles Video, wo ich den Vorgang zeige. Am Ende müssen wir die Holzklötze runterreißen und die Form wieder zerschneiden, sodass wir das Gerät entnehmen können, zerstörungsfrei. Ich habe das ja auf der Rückseite etwas verklebt mit der Pappe, damit da nichts verrutscht. Jetzt nehme ich ein langes Metallblech und löse damit die Verklebung wieder. Dann bitte den überschüssigen UV-Kleber gründlichst entfernen, möglichst gut. Da ist er ja noch nicht ausgehärtet. Hier habe ich es nochmal abgeklebt, damit nicht so viel Kleber überall hinkommt. Vielleicht noch abkleben die Stelle mit dem Stecker für den Home-Button, dass da auch kein UV-Kleber rankommt.
Das ist ja hier ein bisschen der Nachteil an dieser UV-Technik, dass dieser Kleber überall hinläuft. Aber andererseits braucht ihr keine teuren Maschinen. Denn normalerweise würde man das unter Vakuum verkleben, aber da braucht man die teuren Maschinen. Aber mit der Technik erzielt man, wie ihr sehen könnt, auch sehr gute Ergebnisse. Ich finde immer das Erstaunliche, wenn das Glas sehr zerkratzt ist, wenn man es runternimmt, dann sieht man die Kratzer praktisch fast gar nicht mehr, wenn das dann mit UV-Kleber verklebt ist. Das sehe ich auch als einen großen Vorteil an dieser UV-Methode an. Und wie ihr ja seht, kann man damit ja auch scheinbar solche Geräte machen. Also spricht gegen nichts gegen meine Methode. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein Abo hinterlässt, denn es werden immer interessante Sachen auf meinem Kanal gezeigt. Denn zum Beispiel der Unterschiede zwischen diesen Klebern habe ich bisher noch so in keinem Video gefunden. Hier seht ihr noch, dass es auf der linken Seite ein Tick heller ist. Das lag daran, dass ich diesen schwarze Klebeband, was ab Werk dran war, das habe ich ein bisschen entfernt, damit das Glas nicht so hoch absteht, weil sonst kriegt ihr das nicht mehr in das iPad rein. Wahrscheinlich werde ich da in Zukunft das auch möglichst drauf lassen, dieses schwarze Kleber oder mein durchsichtiges Klebeband ein bisschen schwarz färben, aber in der Praxis stört das ja gar nicht. Es ist immer so, dass wenn man so eine Reparatur macht, ist es halt schwierig, das so hinzukriegen, dass es wirklich wie ein perfektes neues Gerät aussieht. Mit minimalsten Einschränkungen muss man da wahrscheinlich leben, aber ich finde, dass das Ergebnis hier sehr gut geworden ist. Und ja, schaut euch auch meine Videos wieder zum nächsten Mal an und auch die anderen Videos. Da habe ich ja mehrere Videos gemacht zu dieser iPad-Reparatur, aber leider ist es doch immer eine sehr aufwendige Geschichte.